Moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren Spiel, kein neues Spiel, denn wer sich erinnert, vor ungefähr 3 oder 4 Jahren auf der Switch habe ich das Spiel angefangen, mich durchgekämpft und geflucht. Und diesmal geht's weiter. Denn es ist der Delicious Last Curse und ist ein DLC. Deswegen fangen wir direkt mal an. Die Musik ist einfach gut. So, ich werde erstmal anfangen zu zeigen, wie man erstmal weiterkommt. Ich habe gespeichert hier kurz, aber da ist nichts passiert. Das ist sogar Hauptspiel, direkt auf die Startseite, damit wir das ganze Intro nicht angucken müssen. Weil das kennt man, wenn ihr es nicht kennt, schaut euch meinen ersten Part an, den ich gespielt habe. Und ihr werdet es wissen. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. So, wir wollen ja aber nur den DLC, also die Zusatzkampagne spielen. Und dafür müssen wir eigentlich nicht viel machen. Wenn ihr es nicht wisst, wir könnten hier anfangen, das zu besiegen, das zu machen. Wir machen einfach das ganz Einfache, dieses, jenes. Sprinten und ballern. Denn wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir schon gleich sozusagen die... Na, was wir reinkommen hier? Naja, dann kriegen wir auf jeden Fall den Zugang über die Brücke und können dann rübergehen ins Mausoleum, wo wir dann sozusagen das DLC freischalten können. Wäre auch jetzt echt scheiße gewesen, alles wieder zu spielen, denn mein Savegame von der Switch ist leider futsch. So. So, einmal schön ballern. Das hilft. Oh, Mist. Hab ich erwischt? Drecksau. Na gut. Halb so schlimm. So, gucken wir, ob wir hier durchkommen auch. So ist gut. Mal nach oben schießen. Oh ja, das Ding kann ich auch erinnern. Das Ding ist nervig, aber machbar. Ich muss noch ausweichen. So. Oh nein, das war dumm. Hätte man noch anders gehen können, na gut. Da ist noch kein Leben mehr, das ist doch blöd. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. So. So, das war's eigentlich schon. Ja. Ging ja relativ zügig. Und jetzt müsste sich eigentlich die Brücke freischalten. So habe ich es zumindest auf Twitter gelesen. Und denn auf Twitter wurde es ja brandheiß beworben. Und, na. Gut. So, ein Brötchen kommt. Perfekt. Geht direkt hier rüber. Kaufen können wir eh noch nichts, haben noch zu wenig Münzen. Vom Museum. Und jetzt gehen wir hier rein. Und befreien die gute Stute. So, das ist eigentlich recht easy, also ich glaube, das könnt ihr alle. Das ist wirklich nur immer springen und wieder abspringen. Na komm, komm. Oh. Spannend machen hier, ne? Na, wo kommen die Opa-Säcke hier? Da gibt es noch so Opa-Geister da. Sind ein bisschen flinker. So, das war's schon. Gut. Oh Mann, oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich euch für meine Befreiung danken soll. Wo sind bloß meine Manieren? Ich habe mich ja nicht mal vorgestellt. Ich bin der legendäre Kelch, schön euch kennenzulernen. Ich wurde auf der Suche nach Magie von diesen Geistern eingesperrt. Wo wir gerade von Magie sprechen, bitte nehmt dies als Geschenk, es wird euch helfen. Auf das Tintenfass gibt es noch mehr Mausoleen. Ich frage mich... was fragt sie sich? So. Du hast ein neues Super freigeschaltet.
Meine Güte, nicht vergessen, dass Superkünste vor dem Einsatz erst in New York gerüstet werden müssen. Komm rein. Super. So. Ausgerüstet. Gut. So, der Fährmann, der sollte uns jetzt zu einer Sache hinbringen, ne? Der legendäre Kelch hat mir eine Nachricht für euch gegeben. Er braucht eure Hilfe, eine ferne Insel, eine geheimnisvolle Entdeckung. Jep, ab damit. So. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, denn das Spiel war echt hart, muss man sagen. Zum ersten Mal, als ich gespielt habe. Jetzt, wenn man das zweite Mal spielt, geht's eigentlich, aber die Bosskämpfer haben es echt in sich. Das ist das Dark Souls des Jump'n'Runs. Was könnte der legendäre Kelch so weit von hier draußen suchen? Meine Güte, Tassilo, ich weiß es nicht. Hoffentlich geht es dir gut. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Hallo! Heilige Bimbom, ihr habt es geschafft. Ich habe fantastische Neuigkeiten. Und all das hat mit diesem Keks zu tun. Nehmt einen Bissen und seht selbst. Schön die Milchtunken vor. Es hat geklappt, es hat echt geklappt. Ich bin wieder am Leben. Oh, aber jetzt bin ich ein Geist. Was geht hier vor? Alles geht runter und drüber. Kommt mir, Jungs, ich kann es euch erklären. Ich versuche schon eine Ewigkeit aus der Astralebene zu entkommen, aber vergeblich. Bis jetzt, Jungs, ich möchte euch gerne jemanden vorstellen. Hallo, Konditormeister Salzbecker. Das ist der beste Konditor im ganzen Land. Willkommen in meiner Backstube. Fräulein Kelch, wie ich sehe, hat mein Keks Wunder gewirkt. Oh, bei den Sternen. Ich bin wieder ein Geist. Oh je, ganz schön launisch dieser Keks. Er schmeckt süß, aber die Wirkung hält nicht lang an. Macht euch keine Sorgen, kleine Tassen. Ich habe ein fantastisches neues Rezept. Nur ein bisschen von dieser Wundertorte und ihr habt die vollständige Kontrolle über die Astralebene. Kann diese Wundertorte Fräulein Kelch für immer ins Leben zurückbringen? Ganz ohne Platztausch? So ist es, aber das Rezept erfordert Zutaten, die Besitz der schrecklichsten Gegner sind. Wenn die Wundertorte Fräulein Kelch ins Leben zurückbringt, werden wir diese Zutaten besorgen. Oh, bin gespannt. Oh, haltet die Augen offen, ihr furchtlosen Tassen. Das Sammeln dieser Zutaten wird euch auf die Probe stellen. Aber denkt dran, bei jedem Gebäck sind Herz und Seele die wichtigsten Zutaten. Okay. Aber keine Sorge, ich werde werde noch weiter an diesem Rezept feilen, solange ihr da draußen unterwegs seid. Ich weiß, dass ihr alles tun werdet, um die Wundertorte wahr werden zu lassen. Die sagenhaften Zutaten warten, liebe Freunde. Wo habe ich nur das Salz hingetan? Okay, gehen wir raus. Cool, ich freue mich. Ganz ehrlich, wer das Safe Game noch hat, nach 5-6 Jahren, glaube ich, bis es wiederkommt. Naja. Alles doch, Kumpel, vergesst nicht, diesen schicken Glückskeks mitzunehmen, wenn ihr jetzt Fräulein Kelch spielen wollt. Sollen wir Fräulein Kelch mal nehmen? Das ist ein Glückskeks. Okay, was ist denn hier? Rezept für Fräulein Kelch, betreten wir das mal. Ich bin gespannt. Lies noch mal kurz und also. Okay. Doppelsprung. Okay. Warte. Ausweichrolle. Das ist ja Quatsch. Habe ich ab und zu bei der Xbox, ich weiß nicht warum, dann erkennt er einfach meinen Controller nicht mehr. Wie kommen wir da runter? Das muss eigentlich funktionieren. Ach, das nervt jetzt ja wieder mal. So. Noch einmal. Na, kriege ich nicht. Gut, ist jetzt auch egal. Gehen wir erst im nächsten weiter.
Kann ich auch nicht stundenlang an dieses Ding herumgehen. Okay. Was hat er denn für ein Extrablatt, Extrablatt. Konditormeister Salzbecker als bester Konditor ausgezeichnet. Und? Seid ihr Schlauberger von hier? Auf dieser Insel gibt's eine Menge harter Jungs. Die kriegt ihr mit euren spaghettiarmen Probleme. Schaut doch noch ein paar Kämpfe nochmal vorbei. Und esst mehr Spinat, ihr habt's nötig. Oh, wir haben Gold mehr zu bekommen. Das ist ja gut. Jetzt haben wir schon 7. Huch, bin weiter. Ich geh mal in diese Höhle hier. Hoch die Tassen. Auf Normalspiel natürlich. Easy kriegen wir nicht die Bonussachen. Oh. Ready? Oh, na, guck mal, was hier passiert. Ah, ich kann auch runterspringen. Ah, okay. Okay, das ist gar nicht mal so. Und wir sind nicht weit gekommen, ne? Gut. Ich bin da. No. Was war das? War ein bisschen dumm von mir gerade. Achso, man darf. Okay, wenn man gegen die kommt, dann platzen sie. Okay. Gott, sind das viele Gegner hier, ey. Ganz im Ernst. Oh. Oh, okay, okay. Crazy. Da muss man ein bisschen schneller sein. Geil, dass sie 4 Leben hat. Wow. Was jetzt? Ah, oh, schon wieder. Gehen wir gleich runter. Alter Schwede. Okay, okay. Das wird lange dauern. Oh Mann. Okay. Sind wir weit? Okay.
krasser Typ. Der letzte Boss hier geht gar nicht. So. Ich hab's geschafft! Endlich! Alter Schwede! Oh! Doch nicht! Oh nein! Das ist ein fieses Viech! Oh, komm schon! Was ist das denn für ein Viech, Alter? Dann taucht da noch so eine kleine Krabbe oben auf. Okay. Oh. Ich bin auf den Sack. So, die haben auch erwischt. Ist ihn noch hier? Ach, der ist so blöd. Oh. Oh, ist das der Hammer. So, die. Oh. Oh, geschafft. Dieser Spasti, oder? Mann. Eine ganz miese Note, aber das ist mir jetzt komplett egal. Note? Immerhin. 2-. Kann ich mitleben. Huha. Brennerei-Teig erhalten, okay? Kann man damit machen.
Also, haben wir schon mal was geschafft. ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Kowski.